Ja, Huhu hier wieder beim Koali und bei Magic Duels Origins. Ja, wir müssen hier immer noch gegen das schwarze Deck kämpfen, was uns letztes Mal ziemlich auf den Popo gegeben hat. Aber we'll try. Wir wissen jetzt zumindest, dass da diese krasse Kreatur bei ihm im Deck ist, mit dem Stärke gleich Sümpfe. Wir haben den Bouncer, wir haben Belehrung des Sphinx. Immer wenn du eine Karte ziehst, legt dein Gegner die Bossen. Ah, okay. Ja, das ist gut. Blattwenden. Ja, behalten wir mal. Zumindest mehr Mana als beim letzten Mal. Ich finde so beim letzten Spiel... Ja. Ich glaube, so ein, zwei Entscheidungen hätte man anders machen können. Ich weiß nicht, ob das so sonderlich viel gebracht hätte. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, man kann diese Matches hier nur gewinnen, wenn man wirklich die besten Karten am Anfang auf der Hand hat und der Gegner ein bisschen screwed ist. Ich meine, es ist bei Magic ja meistens immer so eine Sache. Aber bis jetzt, was ich von den Kampagnen im Story-Modus jetzt hier gesehen habe, bin ich jetzt nicht so begeistert von dem Spiel. Die Matches, die man mit eigenen Decks spielen kann, die finde ich mal einiges besser. So, dann spielen wir doch mal die Belehrung des Sphinx und gucken mal, ob wir ihn euch durch diese Sache ein bisschen in Bedrängnis bringen. Das heißt, wir können ihn auch millen. Allerdings für 6 Mana können wir erst eine Karte ziehen, aber jedes Mal, wenn wir eine Karte ziehen, legt er halt schon mal 2 Karten oben runter. Das kann sich summieren. Vor allem mit dem können wir auch noch Karten ziehen, und zwar schon für 4 anstatt hier für 5. Ist doch mal ein Plan. Das heißt, wenn er jetzt angreift, werde ich den auch nicht traden. Jede Runde 4 Karten weg. Brauchen wir 10 Runden, um ihn zu töten. Ein bisschen weniger, weil er zieht ja auch immer noch Karten. Allerdings geht das jetzt auch so nicht richtig auf, weil wir müssen auch irgendwie was rausspielen. Ja, jetzt gehen die ersten Karten von ihm weg. Achso, ich bestimme einen Gegner. Ja, ich habe nur einen Gegner. Er hat auch Karten, mit denen er sich Karten aus dem Friedhof wiederholen kann. Das ist natürlich auch noch so eine Sache. So, was haben wir denn hier überhaupt? Mische alle Karten aus deinem Friedhof in deine Bibliothek. Ein Spieler deiner Wahl legt entsprechend viele Karten oben von seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Hm. Ja, dann müssten wir erstmal Sachen in unseren Friedhof reinkriegen. Minus 2, minus 0 für die Kreaturen. Wir können bouncen. Wir können noch einen Azumagier spielen und eine Kreatur von ihm töten. Wir können auch beide Kreaturen töten. Und auch einen Azumagier. Ich glaube, das ist besser als Karten ziehen. Wir müssen ein bisschen Verteidigung aufbauen hier. Gucken, ob er sich traut anzugreifen. Er traut sich. Dann spielen wir mal gleich das Blatt wenden und verlieren nur einen Azumagier. So, er verliert 2 Kreaturen. Das ist ganz nett. Hat aber auch wieder einen 3-2er auf der Hand. Außerdem hat er mehr Handkarten als wir, das gefällt mir auch nicht. So, es gehen wieder 2 Karten von ihm in den Friedhof. Hm, sehr schön. So, wir brauchen wieder ein bisschen mehr Mana. Spielen als Verteidigung den nochmal raus. Wir brauchen Mana. Wir müssen dieses Kartenziehzeugs oder countern können und zusätzlich noch eine Kreatur pro Runde spielen, weil das dann greift... die Strategie hier.
angreifen können wir uns nicht leisten, weil wir brauchen einen Verteidiger gegen seine aggressiven Kreaturen. Und jetzt momentan hat er erst 5 Karten weniger im Deck als wir. Noch hat sich das Ganze nicht gelohnt. Aggressiv und spielt hier ordentlich Kreaturen raus. Ja, jedes Mana, was wir ziehen, ist okay. So. Wir können eine Kreatur bouncen. Den behalten wir, den Typen, für was Krasses, was auf seiner Seite da kommt. Zum Beispiel für den richtig harten Typen, der immer stärker wird, je mehr Sümpfe er rausspielt. Momentan hat er sich ja auch nicht angetraut anzugreifen, was ich ganz gut fand eigentlich. So, verzaubere eine Kreatur, die kriegt -1/-1 für alle Sümpfe, die du kontrollierst. Okay, welche möchte er denn verzaubern? Ja, den möchte er verzaubern. Ja, ist okay, kann ich nichts gegen tun. So, jetzt wird er angreifen. Die Frage ist, blocken wir das? Ich glaube, ich möchte den 3-2er töten. Das heißt, ich blocke den. Verliere dadurch aber auch meinen Kartenziehen hier. Der allerdings vorher nochmal eine Karte zieht. Ja, sehr schön, die Weissagung. Und der Gegner legt Karten bitte ab. Haben wir noch mal was zum Kartenziehen gezogen. Sehr nice. Legt noch mal Karten ab. Also langsam ist das hier für jede Karte. Immer wenn du eine Karte ziehst, ziehe 2 Karten. Und hiermit können wir 4 Karten von ihm wegziehen, das wäre so ein Finisher. Wir brauchen einen Blocker, Leute. Wir brauchen einen Blocker. Das summiert sich hier mit der Zeit von alleine. Wir müssen nur lang genug überleben, um ihn hier runter zu millen. Ja, aber der Drache ist direkt wieder hin. So ein Scheiß, ey. Dass er auch genau die Karte jetzt auf der Hand hat. Das nervt. Karten weg. So, wir haben jetzt hier wieder einen schicken Blocker. Ah, der Traumdrache wäre cooler gewesen, aber der reicht auch. Ja, wir millen noch nicht schnell genug. Das ist eine Sache. Jetzt kommt der 3-2er. Wir brauchen wieder ein bisschen Mana, finde ich. Ah, da ist das Mana. Sehr schön. Das Mana erlaubt uns jetzt noch nichts richtig gut zu machen. Wir können einen bouncen. Ich glaube, dadurch gewinnen wir eine Runde. Das heißt, ich mache das mal. Bouncen den mal hoch. Bei unserem Glück zieht er natürlich jetzt gleich den Starken. Ja, wir greifen nicht an, das ist jetzt nicht unser Ziel. Wir wollen ihn eigentlich nicht durch seine Lebenspunkte bedrohen, sondern durch die Karten, die er abschmeißt. 10 Runden noch, dann ist er hin. Ein bisschen weniger. Ein Spieler in der Wahl wirft 2 Karten von der Hand ab. Ach nein, das Mist. Das ist nicht so gut. Das wäre jetzt cool gewesen. Ja, jetzt hat er uns hier ziemlich am Sack. Ja, und dann kommt der Ghoul wieder. Hat aber auch ein paar ordentliche Karten in deinem Deck. Ja, jetzt können wir mit dem Mana natürlich nichts mehr groß anfangen. Wir spielen es trotzdem raus. 18 Karten noch im Gegnerdeck.
wir greifen nicht an. Wenn er jetzt angreift, dann traden wir auf jeden Fall den 2-2er für den 3-2er. Immer wenn der ins Spiel angreift oder blockt, lege ein -1/-1 Marker auf sie, okay. Wenn die sterben, ziehe für jede -1/-1 Marker eine Karte. Ja, das ist gut. Wenn er Karten zieht, hat er weniger Karten in seinem Deck. Allerdings macht er auch ordentlich Aua. Jetzt ziehen wir zu viel Mana. Jetzt bräuchten wir was, was kein Mana ist. Aber wir ziehen Mana. Na gut. Ich habe mir eben Mana gewünscht. Jetzt kriegen wir Mana. Jetzt brauchen wir es aber nicht mehr. Das ist My Magic halt immer so. Noch sehe ich die Partie hier nicht als verloren an. Obwohl... Ja, wenn er jetzt angreift, ich weiß nicht. Ja. 3-2er. Können wir jetzt töten, dann zieht er eine Karte. Können ihn durchlassen. Ja, wir töten auf jeden Fall mal so einen 2-2er. Und hier den 3-2er. Lassen die beiden erstmal durch. Auf 7 runter. Ah, sehr gut. Wir haben hier einen Bouncer gezogen. So, 12 Karten in seinem Deck. Wenn er jetzt gleich angreift, dann kann er den nicht mehr töten. Das heißt, wir bouncen den weg. So, wir haben wieder zwei Blocker. Er hat nur eine Kreatur, mit der er angreifen kann. Und die wir dann sogar töten können. Das heißt, er wird auch gar nicht angreifen. Ich glaube nicht, dass er mit dem angreift jetzt. Da kommt der Zombie wieder. Zombie. 5-3er. Den kennen wir, der hat uns letztes Mal ziemlich zugesetzt. Aber der Gegner hat auch nur noch 11 Karten im Deck. Ach Gott, ich bin doch so blöd. Ich kann ihm doch noch extra hier... Wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Das passt doch genau. Wir spielen nochmal die Belehrung des Sphinx. Das heißt, jetzt schmeißt jetzt immer 4 Karten ab, wenn wir eine Karte ziehen. Ja, angreifen wollen wir nicht. Angriffen mal springen. So, und jetzt ziehen wir mal... Ah ja, das braucht 6. Okay, Scheib gedacht, wir brauchen das 5. Ja, ich glaube, das können wir gewinnen. Er hat nur noch 6 Karten. So. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Der überlebt. Kriegen wir 5 Schaden, wir blocken den auch. Wir müssen den auch blocken, oder? Müssen wir das jetzt schon? Das ist die Frage. Weil der würde sterben. Der stirbt auf jeden Fall auch. Er darf dadurch Karten ziehen, kann irgendwas Krasses noch rausspielen. So oder so haben wir nachher nur noch einen einzigen Blocker. Dann können wir auch den starken blocken. Obwohl, dann hat er nachher 2 Kreaturen. Ich töte den lieber. Block. So, noch 4 Karten auf der Gegnerhand. Alle Kreaturen halten für jeden Sumpf, also auch seine. Okay, damit tötet er seine eigene Kreatur. So, ist egal sein. Wir gewinnen nicht mit Kreaturen. So, und der Gegner hat jetzt keine Karten mehr in seiner Bibliothek. Wir gewinnen das Spiel, Leute. Also jetzt noch nicht. Wir können nochmal eine Karte ziehen hier. Und ihn auch nochmal extra abschmeißen lassen. Ach, nochmal extra abschmeißen lassen. Wir müssen ja wieder eine abschmeißen. So, der Gegner verliert jetzt, weil... Er kann keine mehr Karte mehr ziehen und das war ein knappes Match. 2 Lebenspunkte. Puh. Und wir haben in
Jasons Kampagne ein Duell durch das Leeren der Bibliothek des Gegners gewonnen. Ja, das ist, glaube ich, mit den Karten auch nicht so schwer. Und wir haben unser Deck aufgewertet. Die Rebellen kämpfen verbissen, aber sie können dir nicht das Wasser reichen. Du überlistet ihre Verteidigung, findest in den Gedanken eines Rebellen den geplanten Angriffsort und kehrst zurück, um der Sphinx Bericht zu erstatten. Ja, nice. Gut, beim nächsten Mal kämpfen wir dann hier gegen den Eumel. Und bis dahin, have fun, euer Koali. Tschüss.